Ja, Freunde, willkommen zurück zu Drehpunk 2. Wir werden heute die vorletzte Mission anfangen, Einrichtung 83. Horizon hat diesen ehemaligen Militärstützpunkt in der Sowjetunion in eine Forschungseinrichtung umfunktioniert. Für was genau, werdet ihr später sehen. Ich weiß es schon, denn ich habe das Level schon mal gespielt. Fast bis zum Boss und dann kam er irgendwie nicht und dann ist mir aufgefallen, hey, OBS zeigt mir an, keinen Speicherplatz mehr. Das erste Mal in meiner YouTube-Karriere, dass die Festplatte rausläuft. Und deswegen fange ich nochmal ganz von vorne an. Der Vorteil für euch, ich brauche definitiv nur die halbe Zeit wie bisher, da ich jetzt alles weiß. Und ich mich nicht mehr umgucken werde, denn umgucken ist in diesem Spiel nicht notwendig. Gerade, ja, obwohl, wenn man Rüstung und Gesundheit braucht, schon. Aber ich würde sagen, wir starten rein. Auch schwer. Und was wollte ich sagen? Ja, es gibt, was mich freut, eine Verbindung zu, ich sag mal, einer Idee eines Universums, das in unserer wirklichen realen Welt entwickelt wurde. Und ich finde es schön, wenn das Computerspiele aufgreifen. Genau wie Remnant 2. Denn da gab es ja schon mal die Blackrooms. Wer nicht weiß, was das ist, da werde ich vielleicht im Laufe des Gameplays was dazu nochmal erzählen. Und die gab es schon in Remnant 2. Super eingebaut. Und es ist sozusagen ein Internetphänomen, das eine Situation beschreibt, dass jeder Mensch, egal wo, aus seiner Realität glitschen oder glippen kann und in eine andere Dimension von 0 auf 100 teleportiert wird. So, können wir uns? Copy that. Besonders bei meiner... Okay, ich lasse jetzt mal reden. Ja, besser ist das. Fahr lieber weiter. Ja, auf jeden Fall. Oh, die beste KI, die es überhaupt gibt. Die ist so langsam. Ja, der beste Vertreter von Backrooms Material ist unter anderem... meines Erachtens nach Kanepixis, der hat bereits mit 16 angefangen, Blender-Videos zu kreieren, erst zu Attack on Titan. Und dann hat er sich halt eine eigene Geschichte. Über die Backrooms ausgedacht. Indem eine Firma, ich glaube, es hieß Async, angefangen hat, mit Dimensionsportalen rumzuspielen. Und dadurch dann ein Tor zu den Backrooms geöffnet hat. Und dieses Öffnen hatte dann zur Folge, dass überall auf der Welt unergründlich Leute verschwinden und nicht mehr aufzufinden sind. Ja, keiner. Kein Mitarbeiter ist heute gekommen. Haben die alle Pause oder was? Und ja, durch das erste Öffnen dieses Dimensionstors kam es halt zu Anomalien überall auf der Welt. Ne? Und dadurch sind Leute verschwunden und so weiter und so fort. So, du bist zu. Nee, du bist zu. Ja, 176 Stellen sind unbesetzt. Mein Gott. Also ich habe bereits alles gesammelt. Und eigentlich sind die ganzen Infos, die ich hier gesammelt habe, völlig von Arsch, weil die Prämisse ist uns schon klar. Forschungsstation. Komische Dinge sind passiert. Rettungsteam wurde reingeschickt. Auch das ist verschwunden. Fertig.
Am Anfang. Oh, dich hatte ich noch gar nicht. Guck mal hier. Einrichtung 83 war früher ein Militärspion, das hatten wir ja schon. Das ist Zwischenfall im Jahre 1986. Wow. Welche Regierung unbekannt Gründen aufgeben und versiegeln. Jahrzehnte vergingen, der Stützpunkt geriet in Vergessenheit. Doch dann der Beziehung von CEO Anton Laser war die Anlage 2035 wieder eröffnet und ihr werdet sehen, was diese Anomalie war. Also, ne, allein an den Bildern kann man schon sehen. Und an dem Bild, was ich im ersten Aufnahme gefunden hatte, dachte ich mir, es erinnert so sehr an die Backrooms von Kane Pixels, dass halt Leute in ABC-Schutzausrüstung irgendwo langlaufen. Ja. Und an der Soundkulisse von der Dusche haben wir wieder gesehen, wie im ersten Teil Soundmixing und Mastering ist nicht so. 106. Ist halt nicht so gut gemacht. Nicht auf dem Level von Call of Duty, aber ja, viel zu laut. Oh ja. Ihr müsst euch überlegen, die KI bemerkt jemanden in der Waschküche, der 600 Kilometer pro Stunde hin und her jietet und sprintet. Und mit der Ermahnung, bitte nicht rennen, nasser Boden, kann gefährlich werden. Ah, ist so lustig. Aber die KI ist wirklich schnell, ne? Sie gibt uns Informationen am laufenden Band. Also jetzt bin ich 7 Minuten in der Aufnahme. Ich glaube, in der ersten Aufnahme war ich hier nach einer halben Stunde. Und das ist gut für euch. Glaubt mir. Beschwerden, die ich für das Spiel wieder hatte, waren, warum gibt es dann so lange Leerläufe, wenn ihr doch mir am Anfang das Spiel als Action-Shooter verkaufen wollt, in Form von Ghostrunner, Sliden, Shooten, Zeitlupe, Bullet Time, Max Payne, balla balla balla. Und dann machen die hier einen Walking Simulator draus. Mit Schalter öffnen. Garmin, ich kann so in den Sinn, gerade weil ich weiß, dass es nur noch 2 Missionen gibt. Und das zum Ende zu machen, nochmal das Genre wechseln, nur um die Geschichte einzubauen. Und das müsst ihr euch überlegen, diese Info gibt mir die KI jetzt. In diesem Moment. 32 Verletzte, 64 Tote oder was das waren und 107 oder 170 Verletzte. Ne, 173 waren es insgesamt, ja. War ich ja schon drin gewesen und da kam ich da gar nicht rein. Ja, keine Ahnung. Ah ja, und jetzt geht's los. Nicht erschrecken. Lauf nicht. Am Anfang bin ich gerannt und dann fand ich diesen Hinweis noch viel sinnvoller. Aber wie schon der vorherigen Aufnahme, sage ich euch noch einmal, liebe Stimmen. Verfatzt euch, ihr Lappen. Ich habe so viel Horror-Content konsumiert in meinem Leben, um mich genau gegen sowas abzuhärten. Egal ob Hölle, Dämon, Geist oder alternative Dimension, ihr schockt mich nicht. So, und diesen Abschnitt muss ich mehrmals machen, weil selbst normales Laufen als Rennen gezählt wird. Der Schatten macht A mit dem Props hier auf dem Boden liegen, ziemlich lustige Geräusche. Und ja, kommt zu euch, wenn ihr rennt. Und das wollen wir vermeiden, deswegen werden wir nur schleichen. Ist so lustig. Dieses Sound-Abmixen, mein Gott. Als ob das alles Neulinge waren in ihrem Metier. Dankeschön, dankeschön. Wenn ich jetzt rennen würde oder laufen würde, wäre es schon vorbei. Kommst du schon? Kommst du schon? Kommst du schon? Ich bin raus. Und zu. Ah, das war ja wohl der Mottenmann. Gab's hier was zum Sammeln? Rüstung? Ich hab hier eigentlich. Ne, ich hab eigentlich.
gegen Kopsis. Picking up some strange activity. Apparently the power to the loading bay was activated somehow. Na, am Anfang dachte ich, es waren meine Kollegen, die sich neue Anzüge eingesammelt haben. Aber nope. Wie man sieht. System said there was some unauthorized activity in the loading bay. Think we ought to check it out. Meins. Du bleibst schon hier, Kollege. Kann ich eigentlich das Spiel anhalten? Nee. Und meins. Du kommst schön mit. Und das Tolle ist, ich kann Wurfechse tragen, aber gegriffene Gegner mit Granaten bestücken. Das ist doch super. Haha. So, Zeit für Doppel-Action, oder? Erstmal Schrot. Ja, dieses Gepatsche im Hintergrund, wenn du denkst, der Geist verfolgt dich, es ist einfach da. Ich glaube, das Spiel ist generell soundbug-technisch nicht gut. Hallo! So, komm mal her. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen mehr mit Zeitlupe spratzen. Da macht es auch mehr Spaß. So, jetzt gehe ich noch schnell den Hauptweg lang. Aber es fällt einem halt auf, ne? Das mit dem Sound. Volles Geflüster, super atmosphärisch. Und dann hast du halt... Ich weiß ja auch nicht, wie das in der Entwicklung von Computerspielen läuft. Uzi oder dich? Ah, viel zu wenig Muni. Hat ja denn keiner eine zweite Uzi-Muzi? Attention. You can get my satisfaction. Attention. Ah ja, wir kommen in die... Schönen guten Tag, Backrooms. So, und hier habe ich angefangen zu sinnieren, wie toll die Backrooms doch sind, was das für eine tolle Geschichte ist. Und wie viele Content-Creator sich bereits damit ausgelassen haben. Beim ersten Mal habe ich es nicht mitbekommen, aber ich glaube, selbst dieser Dachstuhl oder diese Trockenbauabteilung hier ist ein bekanntes Level aus den Backrooms. Wie gesagt, wie bereits erwähnt, Kane Pixels kann ich nur empfehlen. Er ist mittlerweile älter und hat eine neue Art von reale Verbindung mit seinen kosmischen Dimensionssachen verbunden, The Rolling Giant. Was irgendwie, glaube ich, eine Art Figur von einem Floristen war, der in einem Kaufhaus in, oh, war es Mississippi, Michigan, irgendwie sowas war. Und viele Leute konnten sich daran erinnern, das Kaufhaus wurde dann geschlossen, stand Jahrzehnte leer. Und er hat halt über Blender das Kaufhaus komplett nachbauen lassen von den ebenfalls talentierten Blender-Maker und hat da halt eine super Story draus gemacht. Geheimnisvoll, langsam erzählt, bedrückend, beklemmt. Und jetzt sind wir in den eigentlichen, sag ich mal, Umfeld von den Backrooms, ne? Die gelben Wände, die eigentlich mit Tapeten bestückt sind. Neonröhren, dessen Rauschen man nicht ganz so dolle verfolgen sollte, denn das kann einen wahnsinnig machen. Und ja, mehrere Monster, verschiedene Bereiche wie Poolgegenden, irgendwelchen komischen Häuserkomplexe mitten in der Erde. Also stellt es euch als alternative Dimension vor. Und ja, alles, ne, alles ausgedacht, alles fake. Oder doch nicht. Und ja, aber es lohnt sich, solche Sachen oder Analog-Horror-Serien mal anzuschauen, wenn ihr auf sowas steht. Da gibt es sehr kreative Leute, wie zum Beispiel, was habe ich als letztes gesehen? The Man in the Suit, der Mann im Anzug, wo es eine analoge Horrorserie gibt und den Menschen, der früher Godzilla in den Anzug gespielt hat und der Anzug sich dann irgendwann mit dem Fleisch verbindet und der Mann da drin immer wahnsinniger wird während der Dreharbeiten. Also es gibt da super Sachen. Aber jetzt bin ich ruhig und wir genießen etwas.
Moment. War das jetzt eine Tür oder bin ich durch eine Scheibe gelaufen? Komische Fußstapfen. Horror Mona Lisa. Wir gehen weiter. Ich will ja nicht wieder so lange bleiben. Aber ich würde euch gerne die Stimmung und das tolle Ausmaß von den Backrooms näher bringen wollen, falls ihr euch sowas antun wollt. Aber für viele Leute sind ja Horrorsachen einfach nichts. Für mich ist es super, da ich es gerne habe, mich im geschützten Umfeld zu Hause in solche imaginären Gebiete zu begeben. Ach ja, da kommen die Schatten. Ich bin weg. Und wieder raus aus den Backrooms. Und ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen, wie ihr in die Backrooms kommt. Ihr lauft, sitzt auf dem Klo, seiht schön eine Wurst ab und bapp, landet die Wurst in den Backrooms und ihr in der Wurst. So ungefähr läuft das. So, ich würde gerne Doppelschrot haben, aber ich glaube, Schrotflinten gab es hier gar nicht zu finden. Wie gesagt, alle Informationen, die zu finden sind über das Geschehnis in dieser Einrichtung, hatte ich bereits gefunden. Und ich bin froh, dass ich sie nicht nochmal suchen muss. Ja, warum nicht? Doppel-Akimbo-Pistole, immer her damit. Seit Devil May Cry, der absolute Fan davon. Oder Helsing. Schönen guten Tag. Verschlossen. Oh, wie schade. Ich überlege gerade, wo kam ich denn? Ah, ja. Zack. Schalldämpfer. Laser. Einzelfeuer, Feuerstoß automatisch. Ja, Feuerstoß ist halt immer so ein Ding. Entweder Feuerstoß ist halt meistens Verschwendung an Munition. So, stimmt. Stromkasten finden und Uzi aufwerten. Nö. Dann gib mir doch die Schrotze. Wo war denn jetzt der Stromkasten hier? Gott, Licht an. Du warst es nicht. Es ist immer ein weißer Stromkasten. Bist du es? Ja, du bist es. Und ich glaube, das Lustige, was es auch am Anfang gab, als sich das mit den Backrooms verbreitet hat, war, es gibt Längen und Breiten gerade dazu, die irgendwo in Japan sitzen, über so einem runden Gebäude. Und da gibt es Bilder drin mit diesen gelben Tapeten, woher halt dieses Image kommt. Und mit einer Art Dimensionstunnel, der in die Unendlichkeit führt, in den Boden rein. Das ist schon sehr, sehr amüsant. Gerade mit dem, was angeblich mit Aliens passiert und Co. Was natürlich alles, naja, immer noch CGI sein kann oder Ballons oder sonst was. Es gibt viele Möglichkeiten. Und jeder sollte sich im Klaren sein, dass es keinen Grund gibt zur Panik. Und das A und O ist, Informationen einzuholen, nüchtern zu betrachten. Und nicht so wie ich, in einer Art Prediger auszuufern, der die ganze Zeit irgendwelchen Schwachsinn erzählt, so wie eben. Also machen wir weiter mit dem Spiel. Na, let's go. Whoa! Was, ihr lebt noch? Wieso ist es denn so laut? Holy shit, da war so. Ah, weil ich keinen Schalldämpfer habe, verstehe. Und weg mit dir. Noch jemand? Okay. Nee. So. Moment, soll ich hier nicht irgendwo eine Tür aufgehen? Moment.
Also ich bin der Meinung, hier war irgendwo eine Tür offen. Warst du's? Warst du's? Nee, doch. Doch, die. Nee, von hier war ich gekommen. Ah, stimmt, so rum war's. Ich glaube, ich muss... Ja, ich muss nach unten. Wie ihr seht, gibt es nichts zu finden und ich bin halt in jede Ecke, hab rumgeschaut. Was ziemlich nutzlos war. Ruhe, ich muss morgen auf Arbeit. Nee, dich behalte ich. Und weg mit den Idioten. Ach ja, bei Rot war nix. Außer... Oh, shit. Muss ich die Waffenteile doch wieder einsammeln? Nee. Da hatte ich dich vergessen beim letzten Mal. Aber wie gesagt, am lustigsten finde ich eigentlich immer noch, dass der super experimentelle Soldat so wenig Ausdauer hat. Ah ja. Ich weiß, wer. Moment. Das war doch vorher nicht. Kann hier doch einfach raus. Okay, das ist neu. Zufalls generiert, finde ich gut. Naja, so ist es halt in den Backrooms. Das ist zufalls generiert. Das ist ja super. Das ist ja cool. Also der Raum mit der Dunkelheit und den Lachen war vorher anders. Und da fehlt eine Tür in der Zarge. Was ist hier los? Ich bin da. Oh. Ah, und Spratz. Hätte man eleganter lösen können, gebe ich zu. Aber was soll's? Alle sind weg. Ups. Tja, der kam. Jupp. Was auch immer. Backrooms, ich komme! Nee, 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 nee. Oh, stimmt. Was ist da denn los? Ein Monolith, ein geheimnisvoller, der auf einem Felsen steht? Hm. Hat die Einrichtung sich wahrscheinlich darum gebildet? Wer weiß, wer weiß. So. Nochmal den ganzen Spaß hier ran. Ich bin da, Leute. Oh, wir wussten, dass er lebt. Wir versuchen, dieses Kristall zu zerstören, was auch immer es... Kartoffelkanone? Was ist das? Was ist das?
Oh, Schatten. Ja, und ab hier wird es irgendwie komisch, ne? Jetzt stehen bereits Proband 83 als Bossgegner da. Das Ziel ist markiert. Aber wenn diese Schatten auftauchen, kann ich einfach nicht weiter zu den Stromkästen. Schatten! Schatten! Und let's go! Oh shit. Ah, ich muss mir meine Fähigkeiten genau. Woohoo! Okay, konzentrieren und weiter geht's. Mit Spannung und Spaß dabei. Das sieht mal aus wie Strom und Tod. Oder auch nicht. Wie? Hier darf ich jetzt nicht hin? Ah, neue Gegnerwelle. Oh, keine Zeitlupe. Tschüss. Das war komisch gerade mit den Fähigkeiten. Das ist der Grund. LOL. Okay, das tut mir leid. Das war komisch. Komisch, dass ich genau in den Spawn renne. Ah, das mit der Ausdauer ist so dumm. Bei dem, wenn du schon Ausdauer dazu gibst, bekommst, sobald du einen Feind tötest. Wieso habe ich dann, wenn keine Feinde in der Nähe sind, keine Ausdauer? Okay, hier ist noch nicht los. Ah, noch jemand lebt.
Aber jetzt bin ich doch in denselben weißen Geblitzel. Nochmal denselben? Das habe ich doch schon gemacht. Oder? War das nicht genau der? Ich bin weg. Ach nee, hier war ich das erste Mal. Hä? Leck doch nicht. Bitte, 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 bitte. Ich brauche meine Zweitaxt. Oder die Schrot. Guckt euch das an, ey. Dieses Ausdauermanagement. Das ist so dumm. Ich weiß, warum sie es machen. Weil sie dich zwingen wollen, durch das Abschießen von Gegnern mehr Ausdauer zu bekommen und nicht langsam zu spielen. Ich habe ja nicht mal Zeitlupe. Ich kann ihn weder von hinten greifen noch sonst was. So. Ich glaube, es hackt. So. Hier war ich jetzt bereits. Also kannst du noch nach oben gehen. Stark angefangen, stark nachgelassen. Ich meine, selbst das Prinzip des Ausdauer-Zurückgewinns durch das Töten von Gegnern macht ja nur Sinn, wenn nicht fünf auf einem Fleck spawnen. Damit ich mich bewegen kann, sliden kann, schießen kann, Zeitlupe benutzen kann, Ausdauer wiederbekomme und dasselbe von vorn. Was bringt es mir denn, wenn ich... Ah, da warst du. Und weg. Nicht nochmal. Oh. Laser. Feuer. Das so klug war? It's not your time. Yeah. God damn. I'm not seeing any survivors. Holy shit. What the? I have eyes on 106. War ich das? Picking him up now. Eine Implosion, die mich nicht zerstört hat? Okay. Ja, Leute, ich habe wieder viel gemeckert. Aber wenn es mir keinen Spaß machen würde und ich nicht sehen wollen würde, wie es weitergeht, würde ich es ja nicht spielen. Das war jetzt die vorletzte Mission. Es kommt noch eine Mission und danach werde ich höchstwahrscheinlich auf diesem Platz Doom 2016 spielen. In case you're wondering, we couldn't find
shots, no bodies, no guns, no trace. Schade. Ja, und wenn euch der Content gefällt, lasst doch gerne ein Like, Kommentar und Abo da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.